Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Wheel Spin steht an und mit dabei haben wir Andy, Beta, Crapper, Falk, Jan, Jeff, LPN, Lukas, Max, nur 24 Stunden Racer und Uwe. Grüß euch. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Also Uwe aka Stui, aber Stui hat sich gerade vorhin vorgestellt mit Hallo, ich bin's, der Uwe. Ich fand die Reihenfolge sehr schön. LPN, Lukas. Ja, aber ganz ehrlich, ich sag's jetzt nur mal so. Ja? Wir reisen in die Zukunft und ihr werdet wieder dieses LPN-Lukas-Phänomen haben. Beziehungsweise ich hab's mit einem anderen Namen gelöst, nämlich einfach Jessica. Also scheinbar ist das Synonym Jessica. Warum? Fragt mich nicht, wieso. Ihr werdet's morgen erfahren. Also da schon mal der Programmhinweis morgen. Ihr kriegt ja auch was ganz Specialiges zu sehen. Der Name, ja? Lukas ist einfach eine Landplage hier. Das ist Plage, ich bin also das ist auch eine Aussage. Okay, ich merke mir das. Alles gut, kein Thema. Bitte. Gut, aber da wir natürlich auch zum Format voranschreiten möchten, also Wheelspin, ja, namensgebend zu den Wheelspins, die es im Spiel gibt. Wir drehen dreimal am Rad. Das, was man quasi daraus zieht, das ist quasi das, was man dann gleich fährt. Also zieht man ein Auto, dann fährt man das Auto, zieht man Geldbetrag, dann ist es Budget fürs Tuning oder zum Autokauf, zieht man zwei Autos, dann darf man das teurere behalten, das günstigere für den halben Wert quasi verkaufen und so weiter und so fort. Ist jetzt nichts mega krasses, ihr werdet es einfach sehen. Es gibt aber so eine kleine Special-Regel und ich glaube, da blende ich einfach auch mal eine schöne Grafik ein und vielleicht die anderen Aufnehmenden machen das an der Stelle auch. Habe ich in Horizon 4 auch am Anfang immer gemacht, einfach nochmal, um alle abzuholen. Und zwar sollte man einen oder ein Item ziehen, also Klamotten, Hupen etc., dann gibt es einen entsprechenden Gegenwert. Ja, diese Anzeige mit unter 10.000, die müssen wir vielleicht mal noch aktualisieren. Müssen wir mal gucken, weil die Spin-Beträge haben sich ja ein bisschen verändert im Vergleich zum letzten Horizon. Aber mit den Items bleibt das jetzt erstmal so. Also zieht man zum Beispiel eine goldene Hupe, ja, dann kriegst du 100.000 Credits quasi dafür erstattet sozusagen. Und natürlich bei einer lila Shorts zum Beispiel kriegst du halt 50.000. Ich meine, wer kriegt schon mal für eine lila Shorts 50.000 Credits? Das ist schon mal, ja, ich finde ein guter Deal. Finde ich einen guten Deal. So, ich würde sagen, lang genug geschnackt. Wir drehen dreimal am Rad. Es gibt auch noch einen sogenannten Joker-Spin, aber ich glaube, davon wird heute einfach niemand Gebrauch machen. Da muss man es auch nicht erklären. Das ist ganz einfach. Damit ist inoffiziell gesagt worden, ihr dürft keinen Joker machen. Ja, sonst muss ich es erklären. So. Oh, ich hätte gern Joker. Also super. Nix da. Was ist denn los hier? Das kann eigentlich nur in eine Richtung schief gehen. Jetzt kann eigentlich nur noch ein Auto mir die Laune verderben. Ja, same. Ja, bei mir auch. Ich will nicht zu viel verraten, aber ein Laudo hat mir schon die Stimmung verdorben. Oh, jetzt müssen wir dir die Frage stellen, bist du mit der Anja wieder vereint? Bitte. Oh Gott. Ja, okay. Super. Nicht besser, ey. Ich glaube tatsächlich, das nehme ich so. Das wäre, glaube ich, ja, doch, ja. Mache ich. Ist auch, ja, ich nehme eins auch so. Ich glaube, damit ist kann man gekauft. Was machen. Ja. Ich glaube, dass das geht fit. Das ist okay. Ja. Ich bleib auch bei meinen Spins. Jo. Das ist jetzt nicht das Beste, aber. Aber so ein Joker wäre cool, damit Ray das erklären muss, finde ich. Ja, ich bin tatsächlich kurz vor, ihn zu nehmen. Mach. Okay. Nein, alles gut. Nee, Keine Sorge, ihr dürft Joker nehmen, weil ich nehme einen. Ich nehme auch einen. Also, es gibt den sogenannten Joker-Spin. Das bedeutet, dass das, was ich jetzt gerade gedreht habe, zwar schön zum Ansehen war, oder vielleicht auch weniger schön zum Ansehen war in meinem Fall. Und das wird jetzt aber alles weggeschmissen sozusagen in die Mülltonne. Und ich drehe jetzt nochmal, aber nur zweimal diesmal. Ich darf nur zweimal drehen. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass ich mit diesen zwei Spins was Besseres ziehe als gerade mit diesen drei, was nicht sonderlich schwer ist. Deswegen, good luck. Mach's mal für die Show jetzt auch einfach mal. Perfekt, der erste Spin ist schon besser als die drei davor. Super. Jetzt kann ich nur noch ein Auto mir vertrauen. Also wahrscheinlich ziehe ich jetzt genau das gleiche Scheiß. Okay, also nochmal. Beides wäre geil gewesen, tatsächlich. Ja, okay. Fast wäre es ganz gut gewesen. Das Problem ist bei mir, ich bin an sich mit den Geldbeträgen zufrieden, aber ich weiß nicht, ob das Auto mit den Geldbeträgen auf irgendwas Geiles hinauslaufen wird. Ja, kriegst du hin. Ja, hinkriegen schon, aber... Im Zweifel V8 rein und Geländereifen und GB. Ja, wunderbar. Genau. Danke.
Genau. Ey, so. Ich probier's einfach, komm. Ist ja sonst langweilig hier. Ja, gut, dann haben wir jetzt alle gedreht, alle wissen Bescheid. Jetzt kommt der spannende Part, nämlich die 15 Minuten Tuning, Design und Testfahrtphase, bevor es dann nachher wieder hier zusammen in der Gruppe zusammenläuft, um einfach mal vorzustellen, was man da so aufgebaut hat. Ich würde aber sagen, es gibt einen ganz kurzen Cut und dann seht ihr euch, je nachdem, wo ihr guckt, da quasi in der Garage wieder. Nett. Okay, der Cut war mir neu. Ja, weil guck mal hier in die Channels, wo will ich euch hinmoven? Ja, gut, richtig. Ja, deswegen habe ich jetzt einen spontanen Cut gemacht. Und deswegen, damit ich mal ein sehr simpler Aufbau. Die 15 Minuten brauche ich nicht. Ja, okay, so. Eine Schwungscheibe und für mehr reicht fertig. Nicht. Waren 50 Credits, reicht ja auch. Ja, man muss nicht immer übertreiben. So, wer will denn überhaupt alles in den extra Channel? Ja. Okay. So viele gleich. Da reichen die zwei schon, ja. Ich würde auch einen nehmen. Noch. Okay. Also wäre Scrapper noch? Nein. Ja. Aber ich krieg trotzdem einen eigenen. Wer denn? Tschüss. Ich hab's gerade nicht gehört. Ich hab nur 24 Stunden Reis und ich würde Falk mitnehmen. Ja. Es gibt wieder diese Paarung hier, ist ja krass. Ich werde hier einfach isoliert. So, jetzt haben wir eine Viertelstunde Zeit, um unser Auto zu tunen. Das Doofe ist, der Punkt, den ich meinte, wir haben erstmal ein Auto gewonnen, den Embraer 36, den müssen wir also nehmen. Deswegen war ich auch so überlegen, mache ich, sagen wir mal, einen Joker-Spin, weil wir haben 400.000 Credits und wir wissen alle über V2005, mit 400.000 Credits ist der M3 am Ende auf jeden Fall maximal aufgebaut. Das kann jetzt entweder gut oder schlecht am Ende jetzt für uns ablaufen. Also Vorteil ist, wir können maximale Leistung aus dem Ding rausfahren. Nachteil ist, wir haben maximale Leistung. Das fährt sich gleich richtig schön Grütze. Aber wir gucken mal. Wir schauen einfach mal, was so geht. Wir holen den Wagen jetzt erstmal ab aus unserem Fuhrpark und fangen einfach mal an zu tunen. Ich glaube, ich muss nicht mal Geld einblenden, weil bei 400.000 kann man sich denken, dass ich das niemals ausgeben werde für ein Tuning an einem Auto. Aber schauen wir mal. Also deswegen wäre halt ein anderer Spin gut besser gewesen. Lieber bestes Auto oder weniger Geld oder gar kein Auto und nur Geld. Dann hätte ich mir halt direkt ein passendes. Ich meine, für 400.000 hätten wir eine ganz brutale geile Karre kaufen können. Haben wir jetzt leider nicht. Gut, wir haben jetzt diesen Kollegen hier und schauen doch jetzt mal, was wir so Wunderbares anstellen können. Ich würde natürlich sagen, wir machen erstmal auf jeden Fall einen Motorswap. Macht natürlich auf jeden Fall technisch am meisten schon mal Sinn, um mehr Leistung rauszuholen, weil der Serienmotor nicht so viel uns bieten wird. RB26 Motor wäre natürlich sehr geil. 4 Liter V8, auch nicht verkehrt. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Renn 3 Liter rein 6er Turbo. Der, muss man sagen, schon sehr, sehr geil im Spiel ist. Ich mag diesen Motor schon sehr, sehr gerne. Ich muss mal gerade ganz kurz gucken, bevor ich das jetzt einrechne, können wir an diesem Motor überhaupt noch viel tunen? Nicht mehr so viel. Das doof, obwohl wir werden trotzdem genug Leistung rausholen. Ja, okay, wir bleiben bei dem Motor auf jeden Fall, weil das wird auf jeden Fall langen. Also dementsprechend nehmen wir den Motor auf jeden Fall schon mal. Das sind 40.000, die wir uns da schon mal entspannt abziehen dürfen. Ein Zehntel unseres Betrags weg. Naja. Aber 360.000, liebe Leute. Ich weiß nicht, wo mit denen hin noch. So, dann Allrad bauen wir auch ein. Macht, denke ich, auch mal Sinn. Sind auch nochmal 10.000, das ist also 400.000. Ich kann mir noch ein Sommerhaus in Mexiko kaufen hier nach. Ich sage euch, wir werden noch Häuser gekauft. So, Teile. Machen wir Forza-Teile dran oder nicht? Ich würde ja sagen, machen wir nicht, weil es scheiße aussieht. Wir können natürlich einen Big Quanti Lab Spoiler drauf machen, um Leute richtig hart zu triggern. Einfach nur, um zu sagen, ich habe jetzt halt Geld ausgegeben. Ich wusste halt nicht, wohin damit. Wir sind ja ehrlich. Wir sind aber nur scheißen reich und wissen nicht, wo wir unsere Kohle. Ich meine, er macht schon ein bisschen die Kurvenfahrt besser. Ich meine, kommen wir mal den Big Country Lab Spoiler für 5.000. Ich meine, das ist ja jetzt auch einfach nur, das ist ja auch aus der Portokasse gezahlt. Komm, machen wir mal. Sieht komplett fehl am Platz aus. Wunderbar, ich liebe es. Vorne Abrissdruck nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ich meine, das Geld muss weg. Es muss weg. So, wunderbar. So, dann Reifen. Ne? Da gehen wir natürlich dann auf wunderbare Slicks drauf. Das geht auch nochmal 10.000. Das wäre entspannt, wenn man echt einfach mal so mit dem Geld umgehen könnte. Das wäre toll. Dann breite Reifen machen wir natürlich auch. Nochmal 2.400 wunderbar für die Vorderreifen weg. Zack, Hinterreifen machen wir das ganze Spielchen natürlich auch nochmal. Das sind dann nochmal 2.800, die da nochmal wunderbar weggehen. Schön. So, jetzt wollen wir natürlich ein paar schicke Felgen haben. Jetzt können wir natürlich auf Gewicht achten.
ich sag mal so, bei einer 6600 und gleich Gewichtsreduzierung, die wir da machen können, schenke ich mir das jetzt einfach mal liebevoll, da jetzt noch auf Gewichtsreduzierung zu achten. Dementsprechend, machen wir da. Können wir die größer machen? Was haben die überhaupt gekostet jetzt? Scheiße. Müssen wir kurz mal im Warenkorb gucken. Was würden die Rote Funk 3, 4 würden sie kosten? Okay, kann ich die größer machen? Kann ich. Ich glaube, dann nehmen wir. Nehmen wir die. Einmal 3400 nochmal runter. Dankeschön. So, die müssen aber größer. Aber ich hätte schon gerne. Also 18 hätte ich schon ganz gerne. Vorne machen wir nochmal 2000 dafür weg. Wunderbar. Hinten machen wir natürlich auch 18er. Da geht auch nochmal hinten für 2000 ein bisschen was weg. Wunderschön. So, das funktioniert schon mal ganz gut. Dann gehen wir weiter. Erstmal hier rein. Bremse, große Bremse, brauchen wir nicht drüber nachdenken, kommt natürlich wunderbar in den Warenkorb, 1950 dafür, easy going, Fahrwerk, werden wir natürlich ein wunderbares Rennfahrwerk einbauen, das geht auch nochmal, das kostet einfach alles nichts in dem Spiel, wenn das alles echt so günstig wäre, das wäre ja ein Träumchen, Alter, ich sag es dir. So, warte mal, ich habe gerade 50 vergessen einzugeben. Jetzt habe ich Scheiße gebaut, jetzt habe ich nämlich alle meine Beträge gelöscht, wunderbar. Das war super gut, Lukas. Warten wir mal ganz kurz. Ich habe mal meinen Warenkorb. So, das sind 84.000. Mein Gott, Gott sei Dank gibt es den Warenkorb. Da kann man solche Scheiße nicht fabrizieren. Das ist ganz gut. So, 84.550. So. Das war wieder falsch. Warten Sie kurz. Mein Gott, jetzt hat mein Taschenrechner aber auch gerade richtig Bock auf mich. Nicht. So. Jetzt passt wieder. Wunderbar. Dankeschön für Ihre Mitarbeit. So, das kommt noch rein. Jetzt sind wir noch bei minus 2050. Das ist jetzt. Mein Gott, ich bin jetzt aber gerade noch 2050, mein Gott. Kann aber auch hier, ist aber auch manchmal schwierig, die Taschenrechner zu bedienen. So, Stabis auch natürlich, weil, wie gesagt, es wird ein Vollaufbau. Tut mir leid, dass das jetzt nicht so spannend für euch hier wird und sonst einfach nur ein wildes. Ich baller einfach alle Teile, die ich finden kann, in diesen Wagen rein. Ist aber, Reichtum kann manchmal schwierig sein, Leute. So, Käfig bauen wir einfach auch rein, weil der bringt auch ein bisschen was an Verstärkung. Das ist gar nicht mal so verkehrt, außerdem muss das Geld weg. Gewichtsreduzierung bringen wir uns wunderbar von 1,6 Tonnen auf 1,3 Tonnen. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. Für 2350 gibt es das Ganze auch nochmal oben drauf. Wunderschön. So, jetzt gehen wir zum wunderbaren Getriebe. Da bauen wir. Wie viele Gänge bauen wir ein? Ich glaube, wir bauen das 7-Gang-Renngetriebe. Eines kostet nämlich 3000. Das ist gut investiert. Glaube ich. vielleicht. Rennantriebswelle für 2100 gibt es auch nochmal oben drauf. Und ein schönes Rende für 2500 nehmen wir auch nochmal mit. Wunderbar. So, dann haben wir alles. Jetzt gehen wir an den Motor, wo natürlich, ihr wisst es, Vollanschlag ist. Wir bauen die Rennkraftstoffanlage für 3000 wunderschön ein, wie sich das gehört. Tadellos. Dann die Zündung, kommt natürlich auch nochmal die Rennzündung rein für 1950. Hier aus der Portokasse easy bezahlt. Rennventile, sage ich euch auch, 4500. Das kostet schon ein bisschen mehr. Juckt uns aber auch ehrlich gesagt immer noch nicht wirklich. Dann den Hubraum erweitern wir nochmal wunderbar von 3 Liter auf entspannte 3,4 Liter. Kostet nochmal 6.000. Also jetzt kommen mal ein bisschen Beträge zustande. Wunderbar. Erstmal das Mikro fast runtergekegelt. Und den Turbo bauen wir natürlich noch einen Rennturbo ein für 5.400. Kommt auch noch rein. Und damit haben wir jetzt momentan eine Endleistung von 1.287 PS, 1.223 Newtonmeter auf 1,3 Tonnen aus einem 3,4 Liter Rennsechser Rennmotor. Ja, das ist doch entspannt, sag ich euch. Also Leistungsausbeute ist aus der Hölle da. Das ist toll. So, falls sich jetzt jemand interessiert, mein Lukas, was kann ich denn mit 400.000 in einem E36 machen? Man kann sich dann noch 276.700 beiseite legen und sagen, ich kaufe mir noch eine Finca oder was auch immer in Mexiko. Folgen Sie mir auch weiter für Vincent Nantzip. So, ich werde ein bisschen was ändern. Also erstmal lege ich die Karre tiefer, weil auch wenn es eigentlich ein Fahrformat ist, wo es darum geht, vernünftig zu fahren, ist mir das scheißegal, ich lege die Karre trotzdem aufs Maul. Mir doch egal. So, mehr Topspeed geht auf jeden Fall. Das Getriebe lässt das auf jeden Fall zu. Als die 400, ich würde mal sagen, so 400 ist ein gesunder Speed. 403, das klingt gesund. Diff stellen wir ein bisschen nach hinten, weil ich mag es nicht, wenn das Allrad-Diff immer so mega untersteuernd ist. Und wir ändern den Reifendruck und ändern den vorne ein bisschen runter, dass wir vorne auch ein bisschen mehr einlenken, weil Slicks und Allrad ist mit dem Spiel immer so ein bisschen sehr untersteuernd. Gut, jetzt gucken wir mal ganz kurz noch rein, dass wir wunderbar neue Designs finden. Wir müssen ja noch ein bisschen ein Design haben. Wir müssen eine Kriegsbemalung haben, würde man fast sagen. Ich suche mal komplett nochmal, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Lohnt sich dann zumindest. Und dann schauen wir doch mal, was es hier so Schönes gibt. Flaming Drift, ja. Also die E36-Leute haben nicht so viel Geschmack, bin ich ehrlich. Das ist alles ganz schön wild, all over the place. Ich hätte auch gerne einfach vielleicht irgendwas, was nach was aussieht. Also, dass mir irgendwie nicht den letzten Wirkreiz. Also, ihr wisst, wie ich es meine.
Kai, ich sage, ich der Einzige bin, der sich denkt, so ein E36 könnte man auch schön designen. Oh, DTM V2. Ja, das sind Missvarsteiner, die Nummertafel mir zu groß. Oh, warte mal. Die Livery? Ich glaube. Ja, lass mal kurz gucken. Ich schreibe mal nebenbei auf, dass wir noch 276.700 offen haben. Ich werde meinen Taschenrechner wieder entscheiden, alles zu löschen und ich das jetzt nicht mehr weiß. Gucken wir mal ganz kurz. Okay, steht ein Set Racing Sticker drauf. Ja, nee, du, fühl dich nicht. Ne, fühl dich nicht. Ne. Kennen Sie das, wenn Sie das Teil zuschlagen müssen, weil Sie einfach zu viel Geld haben und ich wissen, wohin damit? Das war mir gerade der Fall. Wunderbar. Marlboro Clean. Ich will schon was Racecar-mäßiges, aber es soll halt cool aussehen. Versteht ihr, wie ich meine? Wisst ihr, wie ich meine? Oh, E36 GT. Oh, yo. Das ist eine geile Livery. Wartet mal. Wir schauen mal. Das könnte geil sein. Die 36 GT Livery ist geil, nicht? Muss sagen, die E36 GT ist echt auch geil, weil das Ding breiter ist als der originale E36. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, doch. Ja, doch, das fühle ich. Ja, doch. Das nehmen wir, das ist okay. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Das geht schon sehr gut fit. Okay, ich versuche jetzt mal rauszugehen und hoffe, dass mich jetzt keiner sieht. Aber wir starten hier oben, wunderbar. Aber ich würde mal ganz kurz eine kleine Runde drehen. Weil wir wollen ja mal ganz kurz gucken, ob der Wagen, was ich hier jetzt fabriziere, fahrbar ist. Weil es kann natürlich jetzt komplett nach hinten losgehen. Wir haben nebenbei jetzt einen wunderbaren Score von 954. Das ist schon solide. Das ist natürlich auf Hypercar-Niveau, aber wir schauen mal gerade ganz kurz, wie das KFZ sich hier so ums Eck bewegt. Marschiert natürlich auf jeden Fall total gestört, aber ja, also keine Ahnung warum. Das ist auch komplett fragwürdig natürlich. Ich will mal ein bisschen gucken, wie das Fahrverhalten so ist bei Kurvenfahrten. Sind die Hölle. Scheiße, das wird eine gute Folge für uns. Also man kann nicht sagen, dass wir nicht zu wenig Leistung hätten. Also Leistung haben wir genügend. Graden mögen wir. Aber wir bringen die Leistung zumindest auch auf die Straße. Also das kannst du auch nicht, kannst dich nicht meckern. Der Allrad und die Slicks machen ihre Arbeit schon. Das geht schon klar. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie gut so das Einlenkverhalten ist. Ja, ist ein bisschen sehr indirekter Kollege, aber man kann zumindest aus Kurven direkt wunderbar draufstempeln und einfach mal richtig Vollgas geben. Das geht schon zumindest okay, das geht klar. Ja, es geht schon. Also man kann mit dem fahren, aber das steuert mir noch einen Tacken zu sehr. Aber es geht, glaube ich. Ich glaube, ich kann damit fahren. Ja, ich muss mich ein bisschen drauf einlassen, weil selbst trotz Allrad haben wir hier so viel Leistung, dass mit der Dip-Anstieg, die wir jetzt schon fahren, das Ganze halt gerne mal leider Gottes ins Übersteuern übergeht. Aber lieber so, ich habe lieber eine Mittellängen-Hinterachse als zu viel untersteuern. Deswegen, das dürfte so schon irgendwie funktionieren. Wir gucken gerade mal kurz hier nochmal eine schöne kurvige Passage. Also ich muss sagen, gerade, wir stellen nochmal ein bisschen um. Diff stelle ich noch mal ein bisschen mehr nach hinten. Machen wir mal 80. Reifendruck mache ich noch mal ein bisschen weniger. Machen wir auf 2.0. Das übernehmen wir also. Jetzt gucken wir mal, ob das vielleicht ein bisschen geholfen hat. Der Wagen. Dass er halt nicht zu viel mit der Hinterachse mitarbeitet. Oh ja. Ist ein bisschen agiler geworden. Ja, ein bisschen komme ich besser rum. Ein bisschen kommen wir besser rum. Gerade Blitzer so nebenbei war ganz gut easy going gemacht. Also es spricht ein bisschen fürs Auto. Dass das wohl ganz gut funktionieren tut hier gerade. So. Also Bodenwellen sind nicht so seins. Liegt vielleicht an der exzessiven Tieferlegung. Aber das könnte man meinen, aber das ist ja Quatsch. Das ist ja vollkommener Quatsch, das wissen wir ja alle. Ja, okay, Stiff muss ich doch ein bisschen wieder nach hinten, nach vorne stellen, weil sonst bringt mir mein Allradantrieb überhaupt nichts mehr, wenn ich das alles in Rauchwolken, in Rauchwolken auslöse. Das können wir uns dann schenken, dann brauche ich kein Allrad einbauen.
Mal ganz kurz bei solchen Turmpassagen gucken. Ja, es geht schon, es geht schon. Ich muss mich halt ein bisschen eingewöhnen, aber mal umdrehen, weil ich will nicht auf Way zufahren. Das wollen wir uns ja nicht spoilern, da kommt der Falk. Ja, wunderbar, ich fahre mal kurz einfach über den Acker, weil ich jetzt hier gerade natürlich nicht nur die Autos spoilern will. Deswegen kürze ich jetzt gerade mal ganz kurz ab und nehme mal ganz kurz den kurzen Weg hier über den Acker, um euch nicht die Fahrzeuge wegzunehmen. Wir wollen ja gleich gucken, was die anderen so schönes getun haben. Ich mich gerade ein bisschen selbst verfranst, weil ich ein bisschen sehr weit gefahren bin. Grip-Level Offroad ist doch nicht so gut. Damit gerechnet. Ich glaube natürlich, dass kein Offroad-Rennen reinkommt. Da verliere ich natürlich komplett. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das wird gar nichts werden. Oh, Junge, ja, wir haben wirklich richtig Kasala dran. Das wird ein lustiger Einsatz auf jeden Fall. Das wird schon irgendwie, also ich glaube, es wird schon irgendwie funktionieren. Es wird schon funktionieren. Ich lasse es einfach drauf zukommen. Wir lassen es einfach drauf ankommen. Dann klappt das schon. Ja, bei schönster Kulisse stehen die ganzen Fahrzeuge und wie es sich für Mexiko gehört, in bunter Pracht. Ja, und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mal an mit dem ersten Kandidaten. Was hat er gezogen? Was hat er aufgebaut? Was war sein Gedankengang? Und er hat sich natürlich direkt für einen Vocho entschieden. Also direkt sehr, sehr, sehr passend zu Mexiko. Stui! Ja. Uwe. Uwe. Uwe, mein Auto bei, ja. Ich habe dieses Kfz hier gezogen und dann noch 115.000 dazu. Und da halt dann mit Motorswap, Allradumbau mal alles reingeklatscht, was geht. Und ja, jetzt mal gucken, wie es fährt. Es überschlägt sich gut. Das ja, macht er ja im langsamen Modus auch. Der Kippfaktor ist weiterhin erhalten geblieben. Und dann, genau, mit viel, viel Koffein vielleicht irgendwie noch gerade so am Wach bleiben. Ich erinnere mich noch an eine sehr langatmige Horizon 4 Wheelspin-Folge auf Fortune Island, als ich auch dieses Fahrzeug hatte. Also Kippgefahr war permanent da. Die wichtigste Frage ist ja, hast du ihn von Papa Fernando geerbt? Welcher Vocho ist nicht von Papa Fernando? Hallo? Ja. Das ist sehr, wir müssen sehr, noch also ein paar Mal Papa Fernando für das Feeling sagen. Ja. Papa Fernando. So. Ja, und beim nächsten Kandidaten kann man schon mal sagen, falls ihr Amazon Prime Abo habt und euer Paket vermisst, dann liegt es vielleicht daran, dass der Fahrer hier ist und der noch zwischendurch ein paar Rennen oder Minispiele fahren muss in Mexiko. Und wer das genau ist, das verrät er jetzt und was er da gezogen hat. Ja, also ich habe, nachdem ich 275.000 Credits gezogen habe, im Drittspin dann diesen Ford Transit von 65 gezogen. Und ja, jetzt transportiere ich hinten einen V8 Biturbo und vorne einen 3 Liter EcoBoost als Gegengewicht. So, Entschuldigung für den kurzen Cut. Gab ein kleines technisches Problem. Ja, weiter geht's mit Sturmgolf. Genau, bei mir ging es los mit 20.000, dann kam immerhin 100.000 und 50.000, das heißt schon 170.000. Davon habe ich mir die Corvette für 65.000 gekauft und das ist im Endeffekt jetzt ein 1-to-1-to-1 mit 1441 Newtonmeter auf 1460 Kilogramm mit 1480 PS. Also müsste gehen. Zumindest geradeaus. Perfekt. So, nächster Kandidat, Murmel. Also ich habe insgesamt 200.000 Credits gezogen und einen schönen alten M5. Und da dachte ich mir, bei so viel Geld kann man doch bei der MGBH anklopfen und gut viel Zeug reinstecken. Also wir haben jetzt ein modernes X-Drive drin, ein 3 Liter Rennmotor, eine etwas rustikale Aerodynamik und schöne OZ-Felgen dazu. Und da es natürlich im Stil der Lackierung passt, hast du natürlich die Driftreifen draufgezogen. Natürlich, die ohne Profil. Perfekt. Aber er hat noch genug Leistung, dass er trotzdem noch quer geht. Ob das mal nicht nach hinten losgeht mit diesem ohne Profil, aber gut, reden wir später drüber. Vielleicht hast du ja auch Glück. Ja? So, ja. Nur 24 Stunden Razer. Genau, ich habe im dritten der Wheelspins diesen AMG GTR gezogen, habe da auch einen Vollaufbau dann reinzimmern können, habe mein Budget noch nicht mal mehr ansatzweise ausreizen können. Ja. Viel mehr braucht man, glaube ich, damit da gar nicht zu sagen. Glück ist immer noch vorhanden. Habe ich aus Horizon 4 mitgenommen. Ja, kenne ich. So, ja, Jan. So, erster Wheelspin war ein blaues Kleidungsstück, so mit 25.000. Zweiter Spin war 100.000, dritter Spin war 200.000, so mit 325.000 insgesamt.
Hab diesen schönen Huracan für 240.000 gekauft und ja, fast einen Vollaufbau noch reinklatschen können im Wert von 84.100. Hat jetzt 744 PS. Nice. Und dann haben wir einen Toyota Supra. Ja, ich habe im ersten Anlauf 50.000, 20.000 und irgendwas Grünes gezogen. Dachte ich mir, ist vielleicht ein bisschen wenig. Hab gegambelt, eine blaue Hupe, ein blaues Emote gekriegt. Insgesamt dann 60.000. Ja, hab die Supra gekauft und dann noch 5.000 fürs Tuning. Eine Schwungscheibe rein und irgendwas kleines anderes noch. Und hab mich dann bei Stewie beim Design bedient. Okay, nochmal ganz kurz. Du hast wie viel am Anfang in der Summe gehabt? 85.000. Okay, bist dann runter auf 60? Ja. Und hast dich dann entschieden, davon 55.000 für die Supra auszugeben? Das war das vernünftigste Auto. Okay. Ja. Also ich hätte, ja, ich hätte auch morgen früh wieder nehmen Supra können. Jeder Supra-Fan stimmt dir 1:1 zu. Ja? Aber nur die. Ja, ich wollte es nur nochmal zusammengefasst haben. Okay, 370Z, Lukas. Ja, ich hatte im ersten Spin 50.000, dann ein goldenes Item und nochmal 40.000, also insgesamt 190.000 für 105.000 diesen 2012er GTR gekauft, also quasi zum Auto vorhin etwas älter geworden und 85.000 noch fürs Tuning, davon 84.500 für einen fast Vollaufbau auf alles auf Straße gesetzt. Alrighty. Dann Crapper? Ja, also ich hatte 255.000 gezogen, habe dann die anderen gefragt, was soll ich nehmen? Ein SUV, einen richtigen Sportwagen oder etwas, was mich umbringt? Die haben natürlich gesagt alle, dass ich das nehmen soll, was mich umbringt. Also habe ich einen schönen Demon mir genommen und einen Vollaufbau gemacht. Jetzt beschleunigt er von 0 auf 100 in unter einer Sekunde. Perfekt. Schön. Gut. Ja, ich hatte die ersten 3 Spins waren nicht so geil, habe auch diesen geilen MK1-Transit, der da drüben steht, einmal gezogen und dann noch eine alte Cobra, also nicht die geile, sondern die Mustang, egal auf jeden Fall und nicht viel Tuning-Budget, dementsprechend wäre das irgendwie so bei wahrscheinlich 30.000 Tuning-Budget oder so rausgelaufen, also es wäre nicht so geil gewesen. Also die einzige richtige Entscheidung, Joker-Spin in der Summe 150.000, hab mir hier die ACR Viper gegönnt für, was kostet die, 90.000, hatte also noch 60.000 Tuning-Budget und ich bin mir jetzt gerade selber gar nicht mehr sicher, ob ich die 60.000 überhaupt ausgegeben habe oder ich Vollidiot bis auf den letzten Credit umgedreht habe, aber nur 50.000. Aber ich bin mir gerade selber nicht sicher. Egal, ist gut genug, ist ein bisschen, ja, auf den ersten Blick sieht sie ganz okay aus, aber ich glaube, ich habe sie ein bisschen... die Philosophie zerstört, aber reden wir nicht weiter drüber. Reden wir erstmal über Andis Machtwerk. Ja, ich hatte 350.000 Credits und diesen Kossi hier und hab erst überlegt, ob ich daraus einen Straßenrennwagen baue, einfach aus Prinzip, aber hab mich dann doch für einen Rallye-Aufbau entschieden und ich dachte tatsächlich, es geht mehr, so viel war es am Ende gar nicht. Ich hab gerade mal knapp 30.000 fürs Tuning ausgegeben. Wow. Ja, und dann last but not least, Lukas. Ja, ich habe im ersten Respin direkt diesen wunderbaren E36 gezogen und dann mit den nächsten beiden Respins nochmal 400.000 dazu. Also ich habe ja den E36 getunt mit den 276.000, die am Ende dann immer noch übrig waren, mir noch eine schöne Finca hier in wunderbar Mexiko geholt. Also hat sich gelohnt, war in Ordnung. Das heißt, Aftershow-Party nach dieser Respin-Ausgabe ist auf jeden Fall schon mal gebucht. Sehr schön. Genau. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen natürlich, wie es so gewollt ist, erstmal ein Drag Race. Da nehme ich euch auch mal ganz kurz mit in die Reise der Erstellung. Ich sehe auch gerade, da ist noch schön der Neutag. Das heißt, ich bin da noch nie gefahren. Aber das ist jetzt nicht schlimm, dann wäre das jetzt auch schön eingeweiht. Ganz ehrlich, wann fahre ich ein Drag Race in diesen Spielen? Genau, nur Multiplayer, sonst eigentlich nicht. Ja, war aber ja, schon genauso. War aber jetzt sehr optimistisch. So, also. Anything goes, Sturmseason. Ne, Showdown machen wir jetzt hier nicht. Machen wir jetzt offen. Oh Gott, was müssen wir jetzt hier alles einstellen? Halter, alle Autos, bla, blub, Testfahrt. Ne, veröffentlichen. Also ich kann es direkt. Oh Gott, wenn ich jetzt noch eine Testfahrt machen müsste, das wäre. Bitte, cool. Ja. Bei Forza-Strecken nicht. Man muss ja auch überprüfen, ob das Drag Race wirklich so geht. Also ob man das abschließen kann. Ja, ja, das ist. Ah ja, perfekt. Direkt okay, annehmen, nicht verschlafen. Ihr habt kaum noch Zeit.
Ah, da kann man ja noch ein Rennen davor fahren. Und vor allem das richtige Auto nehmen. Naja, das stimmt. Ja, eben richtig. Das wäre Valhalla. Dann nehme ich jetzt das Auto, was ich wirklich gezogen habe, oder? Dieser Ura, nee. Wo war der Sesto Devo? Elemento for. Okay. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob das Ding vorangeht. Ich hatte erst die Hoffnung, so, das wird schon nicht verkehrt sein, aber wo ich dann bei den ganzen anderen Leuten nur noch Vollaufbau gehört habe. Danke, ich habe können wir nichts. Ja, die Wheelspins in Horizon 5 geben sowieso deutlich mehr Credits auf jeden Fall. Und die Fahrzeuge sind an sich gar nicht so viel teurer geworden, habe ich festgestellt. Ja, nee, es sind eher sogar realistischer geworden, die Preise. Diese ganzen Wertungen da, die Supra dazwischen. Das ist schön. Ey, Corvette, Junge. Ja gut, da ist ein V12 drin. Ja gut. So, dort, ich mach was. Ja, one to one, da müsst ihr jetzt ein bisschen gehen. Oh, das ist ein Schaltfestival. Mit dem neuen Ganggetriebe. Ja, ich hab ja gesagt, der geht. Ja, ne? Komm, 36C! Rennmotor! Zumindest geradeaus geht's noch, aber in den Rennen wird's kritisch. Ich hab auch nicht den Flügel umgekehrt angebracht bei der Viper, ich heb gleich ab. Ah. Ich zähl mich ab. Leider unten rum verschalten und dann war das. Das ist okay. E36 und ein Pulver. Ich habe mich im ersten Rennen nicht überschlagen. Ich war noch nicht lang beim Topspeed, ne? Getriebe ist noch nicht mal richtig eingestellt, ich war 405. Bei mir war es schon begrenzt halt am Ende. Also ganz knapp. Ich bin enttäuscht. Ich meine gar nicht, die 20 Sekunden zu knacken, eine Schweinerei. 21 Sekunden Auto. Eieiei. Können wir uns darauf einigen, nur gerade ausrennen zu fahren, das wäre jetzt super für mich. Ja, die gehen wir jetzt. Das ist ein fetter Flügel auf dem BMW. Nein, tatsächlich, Track Race machen wir natürlich immer, aber das bleibt auch tatsächlich das Einzige. Denn jetzt entscheidet wieder tatsächlich der Zufall, was wir denn als nächstes fahren oder spielen dürfen. Und ja, ich drücke jetzt einmal schon mal auf zufällig auslosen hier und sehe eine wunderbare Disziplin, verrate sie aber noch nicht, denn jetzt gibt es einen kurzen Cut und dann sehen wir gleich alle gemeinsam, wo es uns hinverschlägt. Ja, und unsere erste Disziplin führt uns zu einem klassischen Rundkurs, was wahrscheinlich vielen gefallen wird. Allerdings. Ja. Es geht so. Oh nö. Muss mal gucken, wie gut meinem Wagen das gefallen wird. Ich bin gespannt. Ja, da der Hinweis, im Lostopf sind unterschiedliche Anzahlen, zum Beispiel Querfeld einrennen, sind nur einmal im Lostopf, während so ein Rundkurs gleich dreimal im Lostopf ist. Aber dementsprechend, wenn es einmal dran kam, ist natürlich aus dem Lostopf rausgeschmissen. Ich mehr als drei Mal Rundkurs kann ich kommen. Auch kann der Sprintgenerator kaputt. Mal kommen. Ja, außer das, ja. Das Problem ist, mein Wagen ist heillos mit sich selber überfordert. Und das hast du mir. Und wie wir wieder sehen, die Teams sind wieder super ausgeglichen, also. Ja, Träumchen hier. Nein, ich bin so dumm! Ja, jetzt sind sie ausgeglichen. Jetzt ist es ausgeglichen. Wer hätte nachgeholt? Das ist BOP, würde man sagen. Habe ich gern gemacht. Ja, alles für die Spannung. Hat am Score überhaupt nichts. Übrigens. Hat am Score gar nichts geändert. Ich habe keine Ahnung, was mich da jetzt geritten hat. Rechts. Man merkt halt wirklich, dass Offroad-Reifen auf der Straße echt nicht mehr so funktionieren wie in Horizon 4. Das finde ich gut. Ja, aber sie haben auch in Horizon 4, finde ich, schon nicht wirklich funktioniert. Aber sie funktionieren jetzt halt noch weniger, das stimmt. Ja. Weil man auch. Das Problem ist aber halt tatsächlich, wenn du jetzt rein aufs Gelände aufbaust oder so, auch egal, ob es auch nur Schotter-Schlamm ist, die Offroad-Reifen machen derzeit eigentlich gar keinen Sinn. Nee, die treiben den LI nach oben, aber sie sind eigentlich gar nicht so krass im lockeren Gelände. Da sind Geländereifen eigentlich sogar besser. Ja, die Offroad-Reifen sind dann doch so ein bisschen eher auf Allround, dass sie doch noch irgendwie Straße können. Dass sie halt alles noch so ein bisschen können, aber halt nichts gut. Okay, meine Erfahrung ist da echt eine andere. Ja. Also bei mir funktionieren die Rally-Reifen, also die regulären Geländereifen, nicht die Geländerrennreifen, echt sehr gut im Rally, also auf dem losen Untergrund. Die funktionieren, aber die Gelände, also die mit dem krassen Profil, sind viel besser. Die drücken den LI extrem nach unten, dass du innerhalb dieses Bereichs noch viel mehr Zeug verbauen kannst. Und so drastisch ist dein Nachteil auf. Also, sie sind schon schlechter auf dem Asphalt, klar. Aber so viel verlierst du eigentlich nicht und im Gelände rockst halt alles weg. Weil du halt einfach gar keine Grip-Probleme hast im Gelände.
Ich fahre die halt in den Asphaltabschnitten dann je nach Dirt Rennen dann halt sehr anstrengend zu fahren. Genau, aber wenn du halt wirklich ein Dirt Rennen hast, was schon gut losen Anteil hat, bist du mit dem Geländereifen viel besser unterwegs. Ja, definitiv. Ja. Und wie gesagt, du sparst eine Menge LI. Ja, ja, gut, das ist halt richtig. Wenn du rein auf LI aufbaust, bist du damit halt einfach besser aufgestellt. Ja, das stimmt, ja. Aber ich gebe jetzt auch zu, ich habe jetzt auch die Offroad, also die Rallye-Reifen quasi gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich versuche mal einen Allrounder, mal gucken, ob es geht. In den vergangenen Teilen war es ja eher so, dass man damit eher immer auf die Schnauze geflogen ist. Entweder das eine oder das andere, so beides ist immer ein bisschen schwierig. Weiß wäre eigentlich ganz gut gegangen, hätte ich den Checkpoint nicht verpasst, aber... Remi-Slicks und Offroad-Fahrwerk ist... Lustigerweise die... Ja, das ist halt totaler Quatsch, ja. Standardreifen beim Group A Hoonigan Escort, den ich gerade habe, sind besser als die Geländereifen im Gelände. Ja gut. Also die ganz normalen Standardreifen. Gut, aber die Hoonigan-Reifen sind eh immer so ein bisschen speziell, da weiß man gar nicht so wirklich, was sie jetzt genau sein sollen. Ja, das ist das so wie das so bei der Forza Edition beim GT3 RS, das ist ja ähnliches Thema. Der ist auch so in between. Ja. Wunderbar, ich glaube Team Rot hat gewonnen, bin mir aber nicht sicher, ich bin heute eh ein bisschen verplant, das muss man entschuldigen. Team Blau war super. Super waren wir. Dann würde ich sagen, jetzt können Sie unter Beweis stellen, ob Sie wirklich so super sind bei der nächsten Veranstaltung. So, das nächste Rennen steht an, diesmal querfällt eine Rundstrecke und wie Sie sehen Sie keinen Sandsturm, weil eigentlich habe ich Sturm eingestellt, aber... Das hat nicht so geklappt. Macht das Spiel so, wie es Bock hat immer noch, leider. Ja gut, wir sind halt in der Sturmsaison, also in der Regensturmsaison, und ich habe halt quasi Sandsturm eingestellt. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Das könnte sein. Dass das vielleicht der Grund war. Naja, egal, wir experimentieren ja noch ein bisschen mit den Einstellungen. Aber wenn wir dürfen. Als wir die ersten Streams hatten, wo wir nur Online-Rennen gefahren sind, da war das doch genau so, dass du das... Ja, aber da kann es sein, dass ich die Jahreszeit mitgeändert habe. Genau. Eben die Jahreszeit muss, glaube ich, entsprechend. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich Trocken- oder Hitze-Saison einstellen müssen. Aber ey, es ist erst die zweite von fünf Veranstaltungen. Das können wir ja alles gleich nochmal testen, ne? Okay. Egal, was wir geändert haben, es hat meine Framerate jetzt komplett gekillt. Und das ist das erste Mal, seit ich das Spiel spiele, dass das so im Keller ist. Das war die Idee, genau. Ja, genau, ich habe eingestellt Wetter-Framerate-Killer. Ja. Aber das liegt eher an der Strecke. Also ich habe, glaube ich, auf der Strecke schon immer bisschen Frame, auch selbst auf der Series X habe ich da Frame Drops tatsächlich. Aber ist hier nicht mal was Besonderes? Nee, das hatte ich vorher gar doch, nicht. Guanajuato ist da. Ja. Ah, okay. Guanajuato ist die Grafik oder die FPS Bitch im Spiel. 30. Warum bin ich in Runde 2 von 3? Wir sind in Runde 2 von 3. Ja, 2 von 3 sind wir schon. Ich hab die erste Karte mitbekommen. Sag mal, willst du auch aktiver mitspielen oder was? Bin schon in Runde 2 von 3. Ich würde so, dir einen Support anschreiben an deiner Stelle irgendwie. Ja, das kann ja nicht ganz. Entschuldigung, du hast aber auch recht, die Stadtziellinie sieht man auch sehr deutlich. Das Barerschild. Ich bin gefahren und der hat mir eine Runde angerechnet. So Quatsch, ey. Das Barerschild ist auch sehr klein, Stewie. Das haben die auch wirklich sehr unauffällig dahingestellt. Da kann man dir auch nichts anrechnen, also stimmt schon. Ja, möglicherweise habe ich vielleicht die erste Kurve nicht als erste Kurve interpretiert. Ich hatte auch mal einen übelst krassen Bug in Assetto Corsa Competizione. Ich bin dann 24-Stunden-Rennen gefahren und nach einem Tag war das vorbei. Wie bist du damit umgegangen? Fand ich schon heftig. Weiß nicht. Ich habe erstmal ein Report-Ticket geschrieben. Die haben gesagt, ob ich eigentlich bescheuert bin. Nö. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, ja. Und wegen euch. Boah, scheiße, weggedreht. Nein, ich Luca, du, das sind die wichtigen Teampunkte, die brauchen wir. Ja, oh Gott, nein! Aber gut, das Duell klingt gut, was da passiert. Nein, das klingt gar nicht gut. Das klingt ganz schrecklich. Wobei, in welchem Team? Das klingt scheiße, was da passiert. Oh Gott, ich hab noch jemanden geholt. Ja, die Team. Rot. Ja. Aber dann wegen solchen Leuten wie Stewie bauen die normalen Support-Tickets, die wichtig wären, länger. Möglich. So, aber Team Rot hat gewonnen, damit der Ausgleich. Ja, was? Also, manche würden behaupten, es steht 2-0, aber mir wurde gesagt, Blau hat vorher gewonnen. Deswegen der Blau hat vorher gewonnen. Nee, das war schon Rot. Aber ich bin ja jetzt Team Rot, also dementsprechend, natürlich hat Team Rot die 2-0. Ah, jetzt auf einmal. Ja, ich hab weiße Farben nicht ganz drauf gehabt in der Grundschule. Also ich glaube, wir haben jetzt nach zwei Rennen 3-0 für Rot. Also
3-0. Okay, 3-0. Krass. 3-0. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, da das jetzt mit dem Sturm nicht so geklappt hat, dann probieren wir das erneut mit dem Sturm auf die nächste Veranstaltung. Boah, was für ein Wortwitz. Naja, gute Kerl. Ja, jetzt sind wir schon mal extra in die Wüste gegangen und trotzdem keinen Sandsturm. Ich bin enttäuscht. Dafür haben wir was anderes. Sommer, Sommerkaktus. Wow. Möchtest du noch weiter? Sommersonnenkaktus, jo. So kenne ich das auch. Lol. Damals auf Mallorca, die Karriere lief nicht so gut, oder? Ich glaube auch nicht. Das ist doch jetzt nicht den hier. Haben wir schon mal einen Titelfolge gefunden? Wieso Sommer so eine Kackmusse? Bitte. Ich finde die Teams super fair, muss ich an der Stelle mal kurz sagen. Ja, da ist auch auf jeden Fall Potenzial Ich bin froh, ich bin zu Team Rot gewechselt. Ehrlich, du schreibst die Skripts von Wheelspin schon seit eh und je. Ja. Du wirst ja schon Hintergedanken gehabt haben, warum die Teams so sind. Ja, ja, kommt noch. Folge 5 kommt dann der Twist. Folge 5, Event 5. Folge 5, okay. Nein. Das ist schon ein Teaser? Ja. In 4 Wheelspin-Folgen. Passt mal auf. Ich bin ganz froh, dass ich in Rennen 2 zu Team Rot gewechselt bin. Da sehen die Erfolgsaussichten höher aus. Ja, aber da bleibst du eben so. Ich war möglicherweise irritiert. Ich find's aber krass, wie ich mit meinen Offroad-Reifen und weichem Fahrwerk und alles eigentlich ganz gut hier mit dümpeln kann. Ist halt immer noch eine ACR, ne? Du komplett verkrüppelt, aber hey! Ja, aber ich hab die ja schon ein bisschen... Ich bin nicht letzter. Also er hätte alles genommen, wo er hätte alles genommen, was die ACR Viper ausmacht, ist weggenommen. Also bis auf den Spoiler, der hat es ein bisschen noch dran gelassen. Ja. Das Problem. Ja, den Spoiler hätte ich wegmachen können, das stimmt schon. Aber ich hab ihn... Nein, die Bremse funktioniert nicht. Ich hab zu viele Kurven hier. Oh, ich komm nicht zum Stehen. Weil geradeaus geht es ja gut. Also die Semi-Slicks und das Offroad-Fahrwerk scheinen auch zu funktionieren. Ja, in falsche Richtung. Irgendwie. Du, du machst mir die Zäune weg, ne? E36 ist einfach guckt. Nur komplett mit sich selbst überfordert. Oh mein Gott. Alter, war doch falsch. Als ob das eine harte Kante ist. Oh nein! Mal. Genau dein Podium. Linie wunderbar. Genau die gleiche. Ja, wir wollen es ja ein bisschen spannend machen. Das ist aber auch nicht mehr kaputt machbar. Komm. Warum habe ich keine Leistung? Man muss aber sagen, das ist auch ein schönes Gebäude, was du da an die Straße reingestellt hast. Ein Träumchen da. Ja, weißt du, alles kannst du kaputt fahren. Selbst die härtesten Betonmauern auf Brücken. Aber dieses kleine Gebäude dann nicht. Ich weiß aber auch genau, woher das kommt. Das ist der verstärkte Vorgarten von Oma. Die hat seit Horizon 3 jetzt die Schnauze voll gehabt, dass ihr die ganze Zeit auf Goliath die Autos in den Garten reinfliegen. Jetzt hat sie eine Stahlmauer drum gebaut. Und sie ist vorher nach Mexiko ausgewandert. Und die funktioniert. Das Problem ist, die wandert immer aus und wir folgen der mit dem Festival. Ja, aber hat er jetzt durchgegriffen, also von daher alles gut. So. Geil, Golf 1. Wheelspin. Ja, gut, dann steht es jetzt, glaube ich, 1,5 zu 1,5. Das ist komplett ausgeglichen. 7 zu 0. Und dementsprechend müssen wir natürlich jetzt weitermachen mit der vierten Veranstaltung. Und ich gebe es jetzt auch tatsächlich auf mit diesem Sturm. Ja, also nach 2 Versuchen. Irgendwie klappt es nicht. ja, aber schauen wir mal, was uns im nächsten Event erwartet. Ja, und da gibt man es schon auf und dann gibt es die Option Staubsturm. Warum es auch noch Staubsturm heißt. Und da sehen wir es und hören was. Ja, wir hören es vor allem. Vielleicht ist ein Sturm dann einfach nur Wind? Ne, ich bin jetzt statt Hitzesaison habe ich jetzt Trockensaison gemacht. Und dann konnte ich es auswählen. Ja, aber vielleicht ist dann das, was nur Sturm heißt, einfach nur windig. Ja, genau. So wie damals der Blizzard, der irgendwie kein Blizzard war, sondern einfach nur ein bisschen Wind. Statt Schneefall. Bisschen Nebel, bisschen Schnee, mehr nicht. Ich bin begeistert, dass du ihn einfach nicht umkippt. Aber bis jetzt ging mein Plan voll auf. Ich habe tatsächlich kein Auto, was siegfähig ist, aber es ist sowohl auf Straße als auch auf Dings ganz gut vorne mit dabei. Bis halt natürlich dann die Omas Gartenabstellung kommt. Andi, es geht links nur rum. Ah, okay, dann. Das sah jetzt halt echt gut aus. Louis, bist du schon in Runde 2? Ja. Hast du mir was für eine Linie fährst du denn bitte?
Oh nein! Hä, jetzt bin ich ja doch wieder Team Rot. Achso, nee, hä? Ja, wir sind Team Rot, ja. Das, ja, das hat, glaube ich, vier Spieler gewechselt. Team Blau ist, ich bin gerade bei Team mir Blau ausgegraut. Das war großer Markttransfer, wie in der 2020er Formel 1 ist. Oh. Das hätte ich ausgegraut, das ist Blau. Bei mir ist das ja, aber Grau. Aber jetzt ist quasi das komplette Team wurde fast ausgetauscht und trotzdem gewinnt wieder Team Rot. Ja, gut, das bringt hier eine Corvette im Aufwand. Nicht viel. Wir zumindest haben einen Supra und einen Ford Transit, also kommen wir jetzt nicht so. Ja, und ich bin in die Rechtskurve links gefahren. Andersrum, ich bin in die Rechtskurve rechts gefahren. Aber doch, das ist das Problem, genau, merkst du, oder? Ja. Da war eine Wand, ich wollte durch. Die Wand hat Nein gesagt. War Omas Wand. Oma ist konsequent dieses Mal. Ich höre meinen Motor leider nicht, was ich jetzt auf dem Drehzahlmesser habe. Jetzt kommt Beschleunigung. Motor, komm, jetzt sieh! Hier, check. Den Ramsit bekomme ich auch noch. Tschüss! Ah, da kommt man durch. Komm, M-Power! Komm, M-Power! Schade. Oh Gott, nein! Fast noch so irgendwo. Gerade mal gut. Ach komm, ich habe mich gerade gesehen, als ich nach hinten geschaut habe, weil wenn ihr die Corvette kam noch durch. Ja, die habe ich schon vergessen. Da kam gerade ein Challenger bei mir, die ist mir echt geflogen. Ja, damit steht es jetzt 2 zu 2 natürlich, 2,5 zu 2,5 kann ja gar nicht sein nach 4 Events. Doch, doch. Ja, aber mal jetzt Spaß beiseite, sonst der ein oder andere Zuschauer weiß überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Nee, es steht tatsächlich, glaube ich, 4 zu 0 für Team Rot. Ja, korrekt. Und dementsprechend spielen wir das wie damals auf dem Pausenhof. Letztes Tor entscheidet, beziehungsweise letztes Rennen entscheidet. Also im Pausenhof sind wir keine Rennen gefahren, da haben wir Fußball gespielt. Wisst schon Bescheid. Aber halt, das letzte etwas entscheidet alles. Ihr wisst schon, wie es läuft. Und deswegen gibt es natürlich trotzdem noch das fünfte Event. Und das wird jetzt nicht im Sandsturm stattfinden. Oder vielleicht doch. Also, ich stelle es nicht ein und dann ist es trotzdem, alles ist möglich in dem Spiel. Lassen wir uns aber überraschen, was für Wetterkapriolen uns da erwarten. Ich sage nur, was Sommer, Sonne, Kaktus, oder was? Ja, Sonne, Sonne, Kaktus, korrekt. Ja. Perfekt, so. Alles klar. Vielleicht erwartet uns auch das. Und zum Abschluss gibt es noch mal ein bisschen Querfeld-Ein-Action. Ich weiß, wen wir in Zukunft bei Wii Spin folgen. 1:1 an, wie damals auf dem Pausenhof. Ja. Ja, direkt abgehoben. Das sah genau so da auch so aus. Wow. Oh, tschüss, Sturmwolf. Okay. Der Freundin hat ja richtig geil. Der ist süß, ja. Alter, was ist das? Ich bin das Event noch nie gefahren, ey. Das ist ja richtig assi. Ich weiß auch nicht, in Zukunft baue ich mein Auto nicht rein für Straße auf in diesem Format. Das hätte ich mir schenken können. Sag mal so, so schnell kann man Erster und dann Erster von hinten sein. Tschüss. Wieso seid ihr alle hinter mir? Ich bin nicht Letzter, oha. Ja gut. Ja, der Checkpoint. Bremst mal bitte. Ich hab den Checkpoint aber zweimal. Alles vorbei. Da ist eine Mauer, ne? Und natürlich nur Team Blau, die vorbeigesprungen sind. Ich krieg halt Nee, ich bin auch dran vorbeigehen. Ja gut. Einer ist keiner. Wisst ihr, was drauf ist? Der Demon-Shop ist besser, die Viper in Giftgrün, die fühlt sich hier richtig wohl im Dschungel. Schau dir mal rechts die Liste an. Danke fürs Mauer abräumen. Gerne, kein Thema. Die Slickreifen haben richtig viel Grip. Ich kann den Kurve einfach geradeaus weiterfahren lassen, aber am Gas bleiben. Also deswegen habe ich mich halt auch niemals verbauen. Ja, ich habe mich aus genau dem Grund dagegen entschieden, den Straßenbahn zu bauen, weil einfach super viel Gelände drankommen kann. Ich hatte nicht richtig drüber nachgedacht, dass wir auch Gelände-Events fahren könnten. Hm. Ja, vor allem auch die Minispiele, wenn die. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Ja. Ich hab so ein paar Lücken in meinem Plan. Lukas hat das Regelwerk gewesen. Alles für dich nach Plan, aber der Plan war scheiße. Das ist also, am Ende des Tages ist er trotzdem mit dem Siegerteam. Oh Gott, Alter, oh Gott, so oh Gott. Den noch haben wir nicht gemacht, ja. Das war gut. Oh Gott. Das Traurige ist, ich hatte gerade einen Demon abgezogen im Offroad. Ich würde mir Sorgen machen. Der Demon kann Offroad? Sogar sehr gut. Hat ein Horizon 4 schon gekonnt. Hab ich gehört. Ach, der Demon kann nur Offroad. Ein wildes Gerücht behauptet das. Ja. Lorenzo, so bist denn du hängen geblieben jetzt schon wieder? Geistig oder beim Rennen? Die machen heute keinen Spaß. Schon wieder zu Ende, das ist ja viel zu schnell gegangen. Ja, die Fullstick-Lektion habe ich gelernt auf jeden Fall. Ja, nicht nur du. Deswegen war ich nur auf Semi-Slicks unterwegs und bis jetzt hat es sehr funktioniert. Aber hey, immerhin hast du Backbase lief gut. Ich bin nicht letzter geworden, hier ist aber der Karre, das ist so viel. Ich auch nicht.
Ich habe ein Podium erreicht. Ich habe zweimal den Anfangssprung verpasst. Wie kann ich nicht letzter sein? So. Zweimal? Was hast du gesagt? Was? Also Lernkurve ist auf jeden Fall vorhanden, würde ich sagen. Lernkurve ist abwärts. Ich habe nicht weit genug zurückgespult. Moment, du hast dich in der Luft zurücksetzen lassen und auf ein anderes Ergebnis gehofft. Nee, ja, das ist in GTA würde das funktionieren, aber ja. Hab dann ein bisschen korrigiert, aber es war nicht genug so und dann. Ja, vielleicht wäre dann zufällig eine Windböe in die richtige Richtung gekommen, die das Auto noch richtig drückt. Mhm. Er war stets bemüht. Oh Mann. Sehr gut. Ja, wunderbar. Dann soll es das gewesen sein mit der ersten Wheelspin-Ausgabe. Bisschen Chaos war mit dabei, aber so muss es ja auch sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und freut euch, wie schon gesagt, morgen auf eine ganz specialige Ausgabe. Das können wir an der Stelle schon mal ankündigen. Und dann sagen wir Tschüss an dieser Stelle und bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.